Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zu einem neuen Part von The Last of Us. Tja, was soll ich sagen, Kinders, ne? Wir haben's geschafft. Wir haben David, den miesen Wichser, besiegt. Und jetzt sind jetzt hier auf dem Weg nach Salt Lake City, beziehungsweise sind eigentlich schon da, wie man sagen soll. Und ja, das Hospital ist hier direkt um die Ecke. Und von daher, ja, gehe ich hier nochmal kurz ein bisschen looten und danach geht's hier ab, Leute. Das verspreche ich euch. Okay, was haben wir denn hier hinten? Wahrscheinlich nichts, aber. Vielleicht ist ja hier auch wenig, wer weiß. Ne, hier ist gar nichts. Schade. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir Wie ein Schild. überall eine verwaiste Quarantänezone. Fetra, stopp, Fetra. Sie betreten eine ausgewiesene Quarantänezone. Aha, melden Sie sich bei der Einberufungsstation, bevor Sie weitergehen. Okay, die müssen am medizinischen Personal vorbei. So, so. Geiler Scheiß. Na dann, rein hier in die gute Butze. Hoch, hoch, hoch und hoppi. Ach ja. Was sind wir denn hier? Wir sind hier in der Nähe eines Zoos. Alles gut, Ellie? Ja, alles gut. Sehr gut. Bus Station, Long James. Bus Station? What the fuck? Als ob die hier so einen riesigen Busbahnhof haben. Vielleicht geht es hier durch, ha? Warte mal, kann ich mich hier draufstellen und dann. Nee. Aber ich sehe hier dann. Ah, sehr geil. Okay. Das funktioniert. Wupp, wupp. Fetra hier, Fetra Incident. Was haben wir denn hier? Nix. Fantastisch. Sehr gut. Hier kann ich mir also ein Ticket ziehen, wenn ich meins brauche. Sehr, sehr gut zu wissen. Wofür fragt ihr euch jetzt? Haha, ich weiß auch noch nicht. ATM, perfekt. Wenn es Ja, mal wieder länger nehmen wir doch die dauert. Leiter. Ja gut, würde ich sagen, gehen wir einmal. Oh, hier unten sind Meds. Perfekt. Wir haben jetzt noch mehr Gesundheit, was ja grundsätzlich sehr, sehr gut ist. Und ja, und das bedeutet, wir sind jetzt quasi unsterblich. Merkt euch diese Aussage. Okay. Ja, gehen wir hier einmal außen rum und dann haben wir es schon. Oder? Ne? Okay, er ist nicht gesprungen. Schade. Müssen irgendwie in die Leiter kommen. Ach so, ah, ich kann Ellie einfach hochhelfen und Und dann. auf Okay. geht's. Okay. Ellie. 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 Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Ellie, was ist los? Lass doch mal reden, ha? Aber Ellie wird irgendwie nicht reflektiert, oder? Nee. Ich meine, guck mal, ich jetzt als Spieler merke doch sofort, dass mit Ellie irgendwas ist. Und jetzt möchte ich halt mit ihr engagen und fragen, hey, was ist denn los? Worüber denkst du nach? Belastet dich irgendwas so? Und das könnte man ja dann regelrecht hier dann anwenden. Schade. Aber das Spiel erlaubt das halt nicht. Ich möchte jetzt mal genau hier drunter stehen. Mal gucken, was passiert. Was ist los? Ellie! Ellie! Die redet halt aber auch einfach nicht mit mir, ne? Frau, ne? Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Hä? Hier ist absolut gar nichts. Ich sehe gar nichts. Ja, ich auch nicht. What the fuck? Bin ich blöd? Da sind Pferde. Ich höre Pferde. LOL, Giraffen! Aha! Soll das ein Unfassbar. Scherz sein? Hä? Ja, das soll wirklich. Ich habe nichts gedrückt! Was? Jetzt kriege ich hier schon Ghost Inputs oder was? Ich habe das Gefühl. Alter, ich muss irgendwann mal einen Virenscan auf meinem Rechner machen. Das kann alles nicht angehen. Also irgendwas haut da nicht hin. Lol, eine Giraffe, wie geil ist das denn, Alter? Komm, Beeilung! Was zur Hölle? No, sehen aber echt süß aus. Und das Fell oder die Haare hinten auf dem Rücken sind auch sehr, sehr schön animiert, also passt. No. Ach komm, geh mal ran und streicheln Sie ein bisschen. Schon gut, schon gut. Was machst du? Ist okay.
Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Wetten, die beißt Ellie jetzt. Hallo. Das ist echt cool. Es ist echt, Alter. Oh, wo ist sie hin? Hier, komm. Hinterher. Langsam, Kleine. Komm schon. Ja, ich muss hier erstmal wieder noch ein bisschen looten. Ist immer noch ein Looter-Shooter hier. Ja, gut. Beeilen wir uns. Ist hier unten irgendwas? Nein, okay. Ja, ihr seht's. Ich bin halt mittlerweile ein erfahrener Gamer. Ich weiß ganz genau, wo man gucken muss und wo da nix ist. Naja, so ist das halt. Tja, dann die Natur holt sich den Platz zurück, ne? Wie soll man sagen, ne? Das ist schon krass. Komm, quatschen wir mal mit ihr ein bisschen. Hallo, darf ich? Jetzt. Hey, na, was belastet und? Dich? Ist es so, wie du sehr oft hast? Es gibt Höhen und Tiefen. Oh ja. Aber die Aussicht ist echt klasse. Ja, finde ich auch. Das ist echt Wahnsinn. Also das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Hands down. Guten Appetit. Ich glaube, davon mache ich mir mal kurz einen Screenshot. Ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht in der Aufnahme gesehen. Ich mache auch mal so noch einen Screenshot. Das muss, also mache ich einfach mal kurz für mich. Irgendwie schön. Okay, ich glaube, wir können weitermachen. Weiter geht's. Schade, dass ich nicht noch mehr mit dir reden kann, aber naja. Was soll's. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Ja, das ist echt ein bisschen awkward jetzt. Alles, was ich getan habe, das kann nicht umsonst gewesen sein. Ja, da hat sie recht. Wenn man es mal so betrachtet. Jetzt wird sogar er nachdenklich, oder was? Hör zu. Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Ja, na dann hilft ja alles nichts, ne? Was haben wir hier? Toiletten, fantastisch. Ah ja. Da ist noch einer. Savage Starlight, fantastisch. So, eingesackt. Schönen guten Tag, wer sind Sie? Ich glaube, das muss man schon mit Du ansprechen. Okay, gehen wir mal weiter. Haben wir hier noch sonst irgendwas? Ne, sieht nicht danach aus. Ne, ne, ne. Hupsi, da müssen wir uns mal ein bisschen ducken. Ducken und danach spucken. So, und jetzt hier durch. Vollgas. Wir haben schon wieder 9 Minuten verplempert und nichts geschafft in dieser Folge. Das darf nicht sein. Wir müssen härter arbeiten, Leute. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt's? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah, alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Störungssicherheit? Ja, war sie. Ja, endlich. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Darf erstmal eine halbe Klinge, du. Ich würde gerne noch mal in den Rucksack von Ellie gucken, da hatte ich beim letzten Mal gar nicht die Gelegenheit reinzugucken. Weil wir da ganz leicht von Gegnern gestört wurden. Mehr sage ich dazu nicht.
Ja, deswegen. Naja. Aber da hatten wir zumindest mal kurz das Foto von Sarah und Joel mal uns angeguckt. Fand ich sehr, sehr schön. War ein sehr, sehr schönes Foto. Oh Gott. Ich hatte schon Angst, ich wäre gesoftlockt. Wegklingen. Werkzeugstufe 4. Baba. Ich brauche aber Werkzeugstufe 5 für den meisten Shit. Also von daher wirklich bringen tut mir das nichts, aber es ist halt ein wichtiger Zwischenschritt. Von daher, ja. Oh, Shotgun-Munition, die hätte ich fast übersehen beim letzten Mal. Sehr, sehr wichtig. Okay, gehen wir weiter. Hätte ich gesagt. Ja, nehmen wir das Jagdgewehr. Das können wir jetzt mittlerweile mal wieder durchladen. Sehr gut. Was haben wir hier? Achso, das gleiche. Der Störungssicherheitsdienst. Ich weiß ja nicht, ob das eine Störung ist, wenn eine weltweite Pandemie vorliegt, aber es kann auf jeden Fall sehr störend wirken. Von daher fair enough. Ich gucke nochmal kurz in den Starbucks-Container rein und dann schauen wir weiter. Ja, ich weiß, ist nicht Starbucks, aber sieht trotzdem lustig aus. Zumindest das Logo sieht lustig aus. Okay, was haben wir hier? Ah, eine Werkbank. Geil. Okay, das ist sehr gut. Das ist auch sehr gut. Das ist auch sehr gut. Eieiei. So, alles wird hier eingesteckt, Freunde. Alles wird hier eingesteckt, Freunde. Hier bekommt keiner zu kurz. Jawohl, sehr gut. Sieht wunderbar aus, die Karte. So, na dann. Ab an die Arbeit. Okay, dann mal los. Ja. Okay. Was graden wir ab? Wir tun auf jeden Fall das Jagdgewehr verbessern. Das verspreche ich. Was soll ich sagen? Shotgun, tja. Was wollen wir da verbessern, großartig, ne? Magazinkapazität bringt uns eh nichts, weil wir eh nicht genug. Schneller abfeuern haben wir schon 2 von 3. Das passt. Ja, das passt auch alles. Das ist super. Ja, falsche Taste. Nehmen wir mal das Jagdgewehr. Und ich glaube, wir müssen den Schaden der Kugeln erhöhen, Leute. Das wird so nix, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ohne geht's nicht. Oh, jetzt wird der Lauf wieder ausgetauscht. Ah, nee, jetzt wird der... Ah. Jetzt wird quasi der Kolben, oder? Ist das der Kolben? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Okay, saustark. Ballert. Okay, das ist natürlich Waffenstufe 5, ist klar. Das brauchen wir eigentlich unbedingt. Fügt der Waffe ein Zielfernrohr? Was ist denn da jetzt? Ah, da habe ich dann den Zoom. Ne, den brauche ich nicht. Den brauche ich auch nicht, ne. Ja, wir müssen halt mit unseren Punkten aushalten. Wir haben nicht so viel. Wir müssen, also wir dürfen jetzt nur noch wirklich das Wichtigste verbessern. Und hier bei dem Bogen unbedingt das Ziehtempo. Weil die Reichweite ist mir gar nicht mal so... Ja, weil das kostet 50, ne? Ne. Ne, ich spare meine... Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe halt nicht so viele Punkte. Wie viel kostet denn hier die höhere Reichweite? 40. Boah. Ich glaube, ich warte, bis wir Waffenstufe 5 haben. Und dann brauchen wir sowieso die Punkte. Deswegen, wir haben das verbessert, was am wichtigsten war. Und der Rest ist, ja, hinfällig. Passt. Okay, super. Na dann, weiter geht's. Haben wir ja sonst noch irgendwas? Nee, gut. Na dann, ab geht die Post. Ab geht's. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Das wäre ja wohl gelacht. Hey, Joel, ich hab was für dich. Was denn? Zeig's mal her, du. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Na. No. Ja. Das ist das, was wir vorhin uns angeguckt hatten. Aber schön, dass wir es jetzt nochmal sehen. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Bitte. Also jetzt wird natürlich Tommy einen Herzinfarkt kriegen, weil der sich dann auch denkt, fuck, Alter, wo ist das Foto hin, Alter? Der bringt mich um, wenn er das nächste Mal wieder kommt, der Joel.
Scheiße. Okay, wir müssen hier raus, glaube ich. Ja. Naja, wir müssen hier raus. Ich habe mir das gedacht. Okay, Military Zone ahead. Okay, ja gut. Wir laufen erstmal weiter und dann schauen wir. Okay, hier unten im Tunnel geht es offensichtlich weiter. Dann gucken wir mal kurz hier vorne, ob hier noch irgendwelche Fressalien, irgendwas, ob hier irgendwas rumliegt. Ich glaube es nicht, aber wenn, dann vielleicht ja doch. Pff. Ihr wisst, was ich meine. Leave no stone unturned. Oder so ähnlich. Okay, nee, hier ist nichts weiter. Okay, das heißt, wir können jetzt da runter. Woo! Tunnel East. St. Mary's Hospital ahead. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein, die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Tja. Na, wenn du dir da so sicher bist, dann ist es doch was. Tja. Tja, schauen wir mal hier links, ob es hier irgendwas gibt. Wahrscheinlich nicht. Ja, hätte mich auch hart gewundert. Aber ich muss sagen, so generell diese Atmosphäre und so, das ist einfach fucking amazing. Oh, Raubtiere oder was? An dem Bloater, okay, na den sollten wir aber, mit dem sollte man es nicht anlegen. Ja. Okay, die wollen wir auf gar keinen Fall fighten. Ich muss den da hinten weglocken. Ja, sehr gut. Ich glaube, das hat geklappt. Okay, ich sollte vielleicht mal das Licht ausmachen. Ich habe keine Flasche mehr. Ja, okay, der da oben wird mich sehen. Das ist ganz schlecht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen kreativ werden, was das hier angeht. Ich glaube, wir müssen den da oben mit Pfeil und Bogen ausschalten. Fuck. Ereignis neu starten. Fuck you. Das werde ich definitiv nicht fighten. Ich bin ja nicht dumm. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch eine Flasche. Okay, sehr gut, das hat geklappt. Nee, das machen wir nochmal. Das kann so nicht sein. Ich bin doch nicht so blöd. Ja, okay, einen Versuch mache ich noch. Also wenn wir das fighten müssen, müssen wir es fighten, aber eigentlich will ich es nicht, ganz ehrlich. Ich probiere es mal über die rechte Seite. Ich lock den mal ein bisschen nach hinten. Und dann versuche ich quasi über die linke Seite zu gehen. Na, guck mal, da liegen auch noch zwei Steine. Andererseits. Das glaube ich nicht. Laufen, laufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Oh Gott, laufen, 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 laufen. Okay, den haben wir, sehr gut. Fuck! Ja gut, das mit dem Aiming üben wir nochmal. Oh Scheiße! Sei leise! Ja.
Okay, ein bisschen Munition. Den Flammenwerfer, den muss ich jetzt demnächst mal einsetzen. Den habe ich ja komplett verdaddelt. Scheiße. Na gut zu wissen. Ja, ich muss den jetzt hier mal... 138, okay. Also ich bin hier gut auf Reserve. Den muss ich demnächst mal einsetzen. Das geht so nicht. Das geht so nicht ohne. Okay, ich brauche mehr Materialien, so wie es aussieht. Scheiße. Okay. Scheiße, ich habe keinen Stein mitgenommen, ich Idiot. Dort rechts. Ja, na gut, das ist ja alles gar kein Problem. Tja. Okay, jetzt ganz leise. Ganz leise hier entlang gehen. Okay, direkt präventiv da das Ding hinwerfen. Und direkt hier einfach durch. Ich kann nur hoffen, dass jetzt hier hinten nichts weiter ist. Ich kann einfach nur hoffen, dass es das war. Dass jetzt hier nicht irgendwie noch was hier dahinter wartet. Ja, ja. Da ist noch ein Bloater. Ach, fuck you in the ass, Alter. Okay, das ist jetzt richtig heftig, weil wir jetzt gesandwiched sind, wenn was schief geht. Fuck. Das ist gar nicht gut. Zwei Bloater. Okay, an denen komme ich nicht vorbei. Okay. Wir müssen hier ganz leise sein. Okay, wir gehen hier erstmal an Land und dann schauen wir weiter. Okay, aber wir haben genug Zeug zum Ablenken. Okay. Okay, sehr gut. Wir haben genug Zeug zum Werfen, also wir sollten das schaffen. Sehr gut, ein bisschen Stuff. Ich brauche noch die eine Flasche. Ich kann hoffen, dass die nicht wieder hierhin zurückkommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sehr gut. Okay, okay, weiter, 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 weiter. Weiter, 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 jetzt einfach. Weiter, 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 Gogo. Wäre ein guter Tritt. Ellie, geh da hoch und stoß die Kiste runter. Los, jetzt schnell, bevor die uns sehen. Komm, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Das ist jetzt hier keine Übung, Ellie. Ellie, mach keinen dummen Scheiß. Ellie, bitte. Ich hab... Oh nein. Okay. Ellie, bitte. Beeilung. Beeilung. Jetzt hier hoch. Und lauf! Okay. Alles. Ich glaub nicht, ich weiß nicht. Ja, das glaubst du jetzt einfach so. Okay. Aber ich möchte es wirklich nicht drauf ankommen lassen, mein Freund. Gegen zwei Bloater gleichzeitig zu kämpfen. Das erscheint... Ja, das Wasser scheint tief zu sein, alter Mal. Ja, Schwimmen beibringen klingt nach einer guten Idee. Ganz ehrlich, ich warum bin jetzt nicht? Drüben. Okay, Moment! Joel, lass die Leiter herunter. So. Aber ja, also macht dir nur Sinn, Ellie das Schwimmen beizubringen. Schwimmen ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, weil... Das ist halt so, das brauchst du halt normalerweise nicht. Aber wenn du es dann brauchst du es wirklich. Ja, genau, okay, dann einfach fallen lassen. Ist es flacher. Ja. Ach so, du kannst nicht, wenn ich hier stehe. Was machst du jetzt? Ah, du drängst mich einfach weg. Finde ich smart. Du bist ein schlaues Mädchen. Es ist eisig. Uff,
Wäre doch irgendwie voll schön, wenn wir uns jetzt hier, weiß nicht, also wenn wir jetzt ihr, wenn wir jetzt ihr hier okay. das Schwimmen beibringen könnten. Das wäre voll geil. Oder halt zumindest, dass sie nicht ertrinkt. Das wäre auch schon mal wichtig. Dieses Schweben auf dem Wasser. Das kann ich aber auch nicht so gut. Ja. Man muss halt sagen, gameplaymäßig ist es halt sehr, sehr oft das Gleiche. So irgendwo drüber hieven, irgendwo da was. Pass auf! Ellie! Oh, geh weg von mir! Da? Ja. Ich hab mich nur erschreckt. Vernichtet werden. Oh ja. Ich hätte jetzt auch gerne den Flammenwerfer genommen, aber da wäre die Gefahr eines Kollateralschadens zu hoch gewesen, deswegen habe ich das mal gelassen. Ja, ich weiß, dass ich eine Taschenlampe abspiele, aber... Ich schaut hier immer durch. Noch eine Werkbank? What the fuck? Alter, sag mir jetzt bitte nicht... Oh, Waffenstufe 5. Oh! Geil. Bams! Das war wichtig. Yes. Ich habe aber nicht genug Materialien, glaube ich. Scheiße. Ja gut, es ist, was es ist. Was haben wir denn? Scheiße. Okay, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir überlegen, was ist am wichtigsten. Okay, das kann ich mir nicht leisten. 100% Durchdringung. Das bedeutet, wir werden jetzt das tun. Ja. Was wir schon lange hätten tun sollen. Und zwar nämlich die Reichweite des Bogens erhöhen, oder? Das war der Stufe 5, oder? Ja. Ja, wobei. Scheiße, was wollte ich mir eigentlich holen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ah, genau, ich wollte hier den Schaden erhöhen. Das war mir wichtig. Hier, Schaden. Zack. Ganz, ganz wichtig, meine Freunde. Sehr gut. Wird Zeit, dass ich das Ding irgendwann mal einsetze. Aber bis jetzt noch alles gut. Okay, ja, ich würde sagen, mehr kann ich hier eh nicht machen mit drei von den Dingern. Von daher passt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, fuck. Ja, nee, es ist okay, wenn du es wieder abschraubst. Ich frage mich immer, wenn man solche Waffen dabei hat, wie hoch die Angst ist, dass das Ding aus Versehen hochgeht. Ah gut, hier scheint alles zu passen. Passt. Gut, na dann würde ich mal sagen, ziehen wir mal weiter. Hier hinten, ah, hier kann man bestimmt mit einem Messer wieder was machen, oder? Ja, ja, das ist wieder so eine Stelle, du Ficker. Jawohl, Messer benutzen. Sehr gut. Na bitte. Geht doch. Pfeile. Sehr gut. Ah ne, nur ein Pfeil. Getrollt wird nicht. Wer trollt, fliegt. Okay, hier haben wir, naja gut, hier haben wir nur sehr, sehr wenig Sachen bisher. Okay, 50 Waffenteile ist fucking huge. Mal 10 hiervon ist auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, sonst haben wir alles, oder? Ja, sonst haben wir alles. Okay. Ja gut, jetzt ist natürlich die Frage, wann neigt sich das Spiel eigentlich dem Ende zu, weil jetzt aktuell geht es ja noch ganz gut vorwärts eigentlich, ne? Wir sind ja noch lange nicht am Endziel angekommen, wir haben immer noch einen ziemlich langen Weg. Ich würde sagen, wir erhöhen jetzt nochmal von der Pumpgun, ne, von dem hier erhöhen wir jetzt das Zieltempo. Ja, es muss einfach erhöht werden, es hilft nichts. Der Bogen muss besser werden, ja, sehr gut. Das hat sich ja wirklich gelohnt. Okay, meine Freunde, dann bedanke ich mich jetzt ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir haben auf jeden Fall ziemlich geilen Shit in dieser Folge gesehen, das muss man echt sagen. Die Giraffen waren echtes Highlight, fand ich. Und ja, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Wink nochmal in die Kamera, Ellie. Okay, dann halt nicht. Tschüss. Und mit dieser wunderschönen Pose verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.